Hi, ihr Lieben. Ja, ihr seht mich heute mal ein bisschen anders, weil ich soll heute nicht die Hauptrolle spielen, sondern mein Zimmer bzw. mein Schminkbereich. Und ja, ich wurde gefragt und ich mache das gerne. Und ich habe mich schon immer total für Einrichtungen und Zeugs interessiert. Ich habe mir mit 12 Tausende von Wohnzeitschriften gekauft und ja, ich bin immer noch sehr wahnsinnig, was das angeht. Also ich stelle auch ziemlich oft mein Zimmer um und so weiter. Und ja, ich liebe das einfach, wenn es schön aussieht, wenn man irgendwo wohnt und man sich das gemütlich macht. Ja, deswegen zeige ich euch heute erstmal meinen Schminktisch. Wenn ihr wollt, dann sagt mir das, dann mache ich auch gerne noch eine Roomtour im Schlafzimmer. Und ja, also ich fange mal an mit dem unspektakulärsten. Hier oben auf so einem Regal. Da stehen meine Nagelsachen. Die sind in diesen kleinen Boxen drin. Ansonsten ist hier nichts weiter, was Schminke und so angeht. Da haben wir hier meinen Schminktisch. Der ist von Ikea. Das ist so ein Doppelschreibtisch. Mann, jetzt wird das unscharf. Hier liegen Kekse. Die nicht beachten, bitte. ja. Ich habe hier so ein Dreier-Set Spiegelchen. Das... Oh mein Gott, dieser Fokus geht mir auf den Keks. Die sind auch von Ikea. Die kosten zusammen, glaube ich, 12,99 € oder so. Und ich finde die total süß. Ja. Hier. Der Spiegel ist schon wirklich schon sehr uralt, aber ich glaube, den gibt es immer noch. Und den benutze ich eigentlich immer zum Schminken. Diese Lampe. So ein Metalldingens. Die ist auch von Ikea. 30 € hat die, glaube ich, gekostet. Dann stehen hier ein paar Kleenex. Und ja, hier in dem Tisch ist so ein Loch für Kabel. Das finde ich ganz geil. Weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Und ja, hier steht mein Stativ dazwischen. Okay. Hier habe ich nur so Schreibkrams und Computergedöns und so drin. Und in dem linken Fach, da ist schon Schminke drin. Und ich zeige euch einfach mal, was da drin ist. Q-Tips. Dann ist hier meine Creme, die ich zurzeit mit meinem Make-up mische. Eine Wimpernzange, ein paar Pröbchen und Bodylotion. Also ich bin kein Pröbchensammler. Wenn ich eine Probe kriege, dann benutze ich die sofort. Aber hier so Schubladen mit Pröbchen voll, das ist gar nicht so meins. Also wie ihr sehen könnt, ich bin ein sehr ordnungsliebender Typ. Ich mag alles sehr, steril nicht, aber aufgeräumt. Und ja... In dieser Schublade ist so ein Unterteilungselement von Ikea. 3 €, glaube ich, kostet das zurzeit. Das ist aus Filz. Das finde ich total schön. Und ich finde, in Schwarz kommen die Sachen so richtig schön raus. Und man sieht alles. Ja. Hier sind ein paar Gesichtsprodukte, die ich kaum benutze. Also hier so ein Anti-Red Base. Hier so ein Puder und Bronzer von Yuma. Hier so ein Bräunungsdingens. Davon glitzert man ganz schön. Also das ist ganz, eigentlich ganz gut. Nur bräunt du das nicht. Ein Puder und ja, die Gesichtsprodukte, die ich jeden Tag benutze, sind hier drin. Meine Fotofinish, mein Concealer und mein loses Puder. Hier sind meine Mascaras. Da hier liegt... Legen wir mal dahin. Hier ist die High Heel Mascara von Maybelline. Dann von Dior die Blackout. Hier so eine uralte Max Factor. Hier die falsche Wimpern Volume Express von Maybelline. Wird scharf, jawohl. Und meine beiden Multi-Actions. Einmal Smoky Eyes und einmal die Classic-Dingens. Oh, mein Kekse. Ich tue die mal. Hier drin sind meine Gel-Eyeliner. Der lilane von Essence, den mag ich gar nicht. Dann hier der Into Space, dieser blaue. Dann mein heißgeliebter schwarzer von Essence und der braune von Maybelline. Hier drin sind Liquid Eyeliner, also hier zum Beispiel von der Deep Water Love oder so ein uralter Humor, ein Glitzer. Hier der beste schwarze, den ich kenne, von Maybelline. High Definition Long Lasting Eyeliner. Ja, und noch ein bisschen mehr Gedöns. Also alles Eyeliner. Hier habe ich eine Nagelschere,
und meine Pinzette und so ein kleiner Knipser und meine beiden Augenbrauenstifte. Beide von P2. Hier ist meine Manhattan Eyeshadow Base. Hier sind Kajalstifte drin. Also, ja. Ich habe vor kurzem ausgemistet. Es ist nicht mehr so viel übrig und ich finde das gut so. Den mag ich übrigens auch sehr gerne von P2, den Open Up Your Eyes Dingens. Der ist super unter der Augenbraue, wenn man es nicht glitzerig will. Ja, ansonsten alle möglichen Farben. Ja, das ist dieses Ding und das liebe ich wirklich. Also ich finde das total praktisch, wenn man sich das einfach mal so herziehen kann. Und dann kann man sich da rauspicken, was man will und sich dann schön schminken. Ja, hier ist das eigentliche Schminkregal. Ja, momentan ist das nicht so. Also hier kommt noch so ein Korb mit so Rosen drauf hin, wie er dann da drüben in dem Regal ist. Hier, diesen Korb mag ich auch sehr gerne. Den habe ich bei Ikea reduziert gekauft. Ich glaube, der hat nur 2-3 Euro gekostet dann. Da packe ich immer alles rein, was ich, wenn ich unterwegs war, einfach da reinschmeißen kann, um es dann irgendwann später wegzusortieren. Hier Halstücher und so landen da ganz oft drin. Ich finde, die sieht auch sehr dekorativ aus in diesem Regal. Ja, dann, um weiterzumachen, habe ich hier meine Pinselchen. Also das sind wirklich alle, die ich habe. Mehr habe ich nicht. So ein Rouge-Pinsel von Elf, so von Evelyn. Dann ein Puderpinsel mit Foundation-Pinsel. Mein über alles geliebter Essence Blush Brush. Mein tollster Gel-Eyeliner-Pinsel. Und hier so ein paar Lidschattenpinsel. Und mein, was macht der denn hier drin? Ein weißer Kajalstift von P2. Und den mag ich am allerliebsten zum Lidschatten auftragen. Der ist von Elf. Ja. Das war's. Mehr benutze ich nicht und mehr brauche ich auch momentan gar nicht. Ja. Ja, das sind meine Pinsel. Hier habe ich so einen Korb mit Abschminktüchern und Handcreme, was man immer so nebenbei so machen kann. So ein Pickelstift und meine Anspitzer. Und hier drin habe ich meine Rouges. Ja, es sind nicht so viele, aber mir reichen es auf jeden Fall. Da habe ich von jeder Farbe etwas. Meine drei Sleek, Rouges Scandalous, Rose Gold und Aruba. Und dann hier so ein bisschen P2 und Elf und Essence. Und so ein paar, die benutze ich sehr gerne als Rouge. Ja, das sind meine Rouges. Hier drin habe ich meine Einzellidschatten und Quads und Duos. Alles schön da reinsortiert. Ich finde, das sieht extrem schön aus. Ja. Und hier drin habe ich noch meine drei Sleek Paletten. Monaco, Sunset und Original. Ja. Hier oben stehen meine Lacke. Die habe ich vor kurzem auch ausgemistet. Ja, ich habe sie nicht gezählt. So viele sind es, glaube ich, nicht. Im Gegensatz zu anderen. Aber ja, es ist jede Farbe irgendwie vertreten und mir reicht es auf jeden Fall. Vor allem, weil ich zurzeit mal wieder keine Nägel habe, weil meine Gelnägel alle abgegangen sind. Ja. Okay, und zum Schluss Lippenprodukte. Einmal hier Lippenpflege. Carmex ist natürlich in jeder Tasche irgendwie einer drin und nur hier nicht. Ja, da habe ich die Reste. Und hier sind meine Lippenstifte. Ich hole die mal runter. Also ich zeige euch das jetzt nicht alles einzeln, aber ja, P2 und also ich habe auch noch in jeder Tasche irgendwie 2-3 Lippenstifte rumfliegen. Ja, auch viele doppelt. Hier sind meine Essence und P2 und so ein kleiner Max Factor. Den mag ich auch sehr gerne. Aus der 50s, der I'm Sailing. Catrice, Lobster Love müsste das sein. Dann von Rimmel mein neuer Lieblingslippenstift, Kiss Me.
Und den mag ich auch sehr gerne. Die Coral in Gold, auch von Rimmel. Und ja, hier habe ich noch so einen Lip Tint. Dann hier so ein paar Glosse. Hier so ein paar Stay With Me Dinger. Die anderen sind alle in Taschen verteilt. Also ja, so Lippensachen fliegen bei mir immer raus. Der ist auch sehr schön von Elf. Ja, das war's. Das sind meine Lippendinger. Hier hängen ein paar Haarklammern dran. Aber ja, ich finde, wie gesagt, ich wollte euch mal zeigen, wie ich meine Schminke so aufbewahre. Wenn euch irgendwas genauer interessiert, dann sagt mir bitte Bescheid. Ich bin jetzt nicht so der Guru, wo einem das, denke ich mal, so krass interessiert, was sie da alles hat. Aber ja, sagt mir einfach Bescheid. Wenn ihr irgendwelche Preise wissen wollt, dann sagt mir das bitte auch. Ich gucke, dass ich es rausfinde. Ja. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Tschüssi.